Bitte bleiben Sie dran. Es wird auf jeden Fall spannend, denn ich zeige euch jetzt hier ein paar Beispiele. Viel Spaß und total. Ja, grüß die Ingo. Heute ja, mal ein Star auf der Messe, ein Folkloppmusikant. Und was sind denn die nächsten Auftritte über geplant? Was sind die? Ja, Wochenende geht schon wieder los, wie gehabt, jedes Wochenende. Ja. Jetzt können wir mal zuerst die Messe besuchen. Heute mal ein Messebesuch sozusagen. Richtig, Besucher, so wie es gehört. Und am Wochenende wollte wo zum Beispiel Auftritte? Am Wochenende bin ich wieder unterwegs ein bisschen, habe ich eine Hochzeit zum Spielen. Ja. Und am Sonntag haben wir Frühschoppen mit der Faust. Jetzt wieder rum. Nachher im Winter auch wieder Auftritte? Im Winter ein bisschen weniger, aber natürlich auch unterwegs. Ja. Natürlich. Und ist schon mal wieder eine neue CD-Planung? Schauen wir mal, ja. Lass mich jetzt überraschen. Kann sein, dass was kommt, ja. Ja. Bin aber schon fleißig beim Komponieren. Ja. Wird das eher noch schlagerhaft oder wie schaut es aus? Ja, wir haben schon wieder ein bisschen Volksmusik gemacht, natürlich auch Schlager. Ja. Vielleicht wollte jetzt was Neues sein. Ja. Ja. Dann bedanke ich mich sehr fürs Interview. Danke auch für das Interview. Und viel Spaß auf der Messe. Bei dir auch. Danke. Servus. Jetzt in der Halle 2 oben, da geht jetzt weiter mit der Reportage. Hier in der Halle 2 oben mit ein paar Ausstellern. Hier. So ein Smart hier zu sehen. So, die Ultima Karosserie ist auch mit ein paar Fahrzeugen vertreten.
nächste Prominente vom Gericht Innsbruck, der Gerhard. Hallo. Hallo, servus, grüß dich. Heute mal eine Messebummel. Ja, ganz genau so ist es. Schauen wir uns. Und das haben Sie sich schon alles angeschaut? Ja, jetzt war ich in der Halle drüben, wo es diese Küchenmaschinen gibt und so weiter. Weiter bin ich jetzt noch nicht gekommen. Aber jetzt schauen wir mal, weil da schon noch was einfallen. Mir gefallen die Bilder so gut. Die was da. Ja, das sind eh nicht noch. Ja, habe ich bei der letzten Messe schon gesehen, bei der Fafka. Ja. Nette Sache. Ja. Ja. Dann wünsche ich das Allerbeste. Dankeschön. Und dass noch ein paar Leute von den Netz kriegst. Dankeschön. Für dich, servus. Ja. So, da sind wir jetzt bei der Ausstellung gelandet, bei der Messeausstellung hier. Hallo, Moderator vom VM. Servus. Eins, der Wolfi. Ganz genau. Also, was moderieren Sie so für Sendungen? Also, ich habe einmal wöchentlich eine Wunschsendung, wo man sich Lieder wünschen darf, ja, und auch andere Leute oder die Lieben zu Hause beglückwünschen darf. Man darf auch Wünsche weitergeben und natürlich Musik wünschen. Dann habe ich Heimatgrüße. Ja. Es ist eine einstündige Sendung, wo wir traditionelle Betriebe, Künstler, ganz verrückte Leute österreichweit aufsuchen, besuchen, ja, mit ihren Gespräche führen und auch inzwischen immer wieder schöne Musik aus der Region und aus der Gegend bringen. Ja. Wir schauen auch vermehrt und ganz spezifisch auf einheimische Künstler, junge Leute zu motivieren, jungen Leuten eine Plattform zu geben, sich darzustellen, einfach die Möglichkeit zu geben, dass sie sich in der Öffentlichkeit zeigen können, und das wollen wir ihnen bedienen. Das sind so die Sendungen, mit denen ich mich beschäftige. Und auf welcher Frequenz ist VM1 für die Zuhörer zu empfangen? Zurzeit über DAB, also im Internet, und die genaue Frequenz, die sieht man auf der Internetseite. Wir haben nämlich mehrere Frequenzen in Österreich verteilt. Da ist Graz gegeben, da ist das Inntal gegeben, was außer Fern oder Wien. Und bitte danach schon auf der vm1.at findet man uns, und dort sieht man genau die richtige Frequenz, bevor ihr irgendwas Falsches sagt. Und da ist auch das T-Rock-Radio. Zusammen in einem Studio. Ja, genau. Auch T-Rock. Wir haben verschiedene Sparten und wollen natürlich jedem Hörer das richtige Format dann ans Ohr bringen. Ja. Genau. Dann bedanke ich mich sehr fürs Interview. Ich danke recht herzlich. Toi, 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 und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. So, das war's von hier. Sie sahen jetzt ein paar Beiträge hier von der Volksmesse von der 89. Ausgabe. Sie sahen drei Interviews. Und bitte auf YouTube abonnieren, meinen Kanal unter Stefan Wankreich dazu finden. Sag Dankeschön, auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Reporter Stefan Wankreich.